Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge NHL 20, zu der Fantasy League der Ebel mit den Hellreitern aus Tirol. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es seid alle gut drauf und es habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns im zweiten Finalspiel gegen die Linzer Blackwings. Heute spielen wir auswärts. Schauen wir mal, wie heute das Spiel wird. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, dass wir die Serie 2 zu 0 aufbauen. Genauso wie ich aber auch hoffe, dass die Linzer KI Vollgas gibt und uns den Sieg ein bisschen schwer macht. Aber wir werden es erleben. Unser Maxi ist im Tor. Unser Kapitän, der HP, ist am Bulle. Schauen, ob er das Bulle gegen Linz gewinnt. Jawohl, er gewinnt das Bulle auf Badora. Badora auf Rock, Rock auf HP und geht nicht ein. Man sagt ja so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Deswegen stehe ich immer in der Früh auf und mach zuerst vor der Arbeit nur die Videos. Mal schauen wir mal, ob sie das auszahlt, auch heute im zweiten Finalspiel. So, HP Horden. Schuss auf Gaucho. Gaucho auf Dust. Und spielt die Black Wings. Badora auf Dust. Dust zurück auf Badora. Zu Gaucho. Gaucho spielt wieder zu Badora. Badora läuft sich frei auf das zielt und hätte sein können, meine lieben Sportsfreunde. Jawohl, abgefangen von Blattmann. Blattmann mit Schuss auf Pico. Ah, Erik, entschuldige. Anda! Kruke, unser Maestro, vorm Tor. Aber Linz macht es 1 zu 0 zu Hause vor heimischem Publikum. Heute am Bulli. Aber Maxi Horden auf Stein, Stein. Ah, angefangen. Auch angefangen. Cookie hat ihn wieder. Auf Brandy, unser Viking. Linz ist vorsichtig geworden nach dem letzten Spiel. Wir kämpfen viel, sie haben dazu gelernt. So, Tomanzini. Pico, jetzt ist Pico am Zug, am Zug. David Wolf. Oh, den Einstieg haben wir jetzt komplett versemmelt.
Maxi müde, Maxi schlafen wahrscheinlich. Ja, jetzt lassen wir nur mal drin am Maxi. Dust auf Badora. Gaucho auf Wolf, Wolf auf Dust. Ja, ich muss am Maxi austauschen. Drei Tore müssen wir aufholen. Zwei Drittel haben wir nun. Es könnte möglich sein, dass wir das nur da machen. Gell? So, Blattmann. Auf Erik. Raffi gut gemeint, hat es mit einem Rempler versucht. Schön angenommen, der Krucke. Sind wir wieder zu langsam gewesen. Und so weit, 1 zu 3. Durch unsere Nummer 75, durch den Benedikt. Zweites Tor in diesen Playoffs von unserem Mann von Villach. Und da ist es 2 zu 0. Ah, 2 zu 3, Entschuldigung. 2 zu 3 von unserem Gaucho. Und schon verringert sich der Vorsprung der Linzer auf ein Tor. Zack, und drinnen ist das Ding. Jawohl, Dust. Von Dumpadora auf Dust. Dust auf HB. Ah. Fuck. Rock. Unser Scharfschütze. Am Tor vorbei. Gibt's ja nicht. Ein Tor werden wir wohl noch aufzuholen. Thank you.
Super gemacht vom Maschte. Auch ein Raffi. Auch am Tor vorbei. Jungs, macht's das Ausgleichstor. Obwohl unser Maestro schießt den Ausgleich kurz vorm Schluss vom zweiten Drittel und somit steht es 3:3 hier in Linz für die Hellriders. 13. Tor in diesen Playoffs vor unseren Maestro, vor unseren Mikey. Jetzt geht's ins letzte und entscheidende Drittel. Auf geht's, Burschen, kämpfen und siegen. Schieß als erster, schieß härter, keine Gnade. So, Badora, Boden, oh, verlierten gegen Linz. Jawohl, schick gemacht von Angel auf Rock. Unser Schorschütze. Angefangen. Wer wird hier den Sieg mitnehmen? Gaucho. Au. Raffi. Auf Kruki. Auch nicht. Erik Berg. Plattmann auf Kruki. Kruki umspült. Verzögerungsstrafe für Linz. Powerplay für die Hellriders. Vielleicht unser Schons, dass wir hier den Führungstreffer schießen können. Ja, verdammt, hat sich der Inschlo nicht mehr lassen. Pico. Brandy. Hol dann, unser Viking. Auch ein Pico. Elf, neun nur. Waren sieben nur, dass wir die Überzahl haben. War Gaucho, versucht dein Glück. Stein. Ah, nicht. Kruki.
da ist es langsam gewesen, der HP. Wie verhext im Moment. Wie verhext. Na, das darf nicht sein. Na, warum Stein? Warum? Wir brauchen jeden Mann jetzt auf Mais. Holze, super gemacht, Holze, super gemacht. Und voller Fanggriff, das taugt mir. Wir müssen voll auf Angriff gehen. So, Angel. Ein Versuch was wert, ein Versuch was wert. Holze. Halt 55 Sekunden noch müssen wir die Unterzahl überstehen. 55 Sekunden noch, Burschen. Konzentriert sich. Dann sind wir wieder komplett. Ah. Pico. Raffi. Pico, auf Raffi. Raffi, auch nicht. Au, jawohl, jawohl, Pico Hoden, die letzten drei Spielminuten. Jetzt müssen wir entweder Druck machen oder auf die Overtime hoffen. Sechs auf der Uhr noch. Blattmann. Jawohl, Blattmann macht das 4-3. Super gemacht, Blatti. Super gemacht. 4-3 für die Hellriders. Sechstes Tor für unseren Alexander Blattmann, den Mann von den Krefelder Pinguins, zu uns nach Tirol gewechselt.
Ein geiles Finalspiel bis jetzt. Ein geiles zweites Finalspiel bis jetzt. Erik, komm schon. Erik, komm schon. Jawohl. Somit hat Linz den Fehler gemacht, dass den Torwart außer macht. Aber sie haben alles versucht. Sie hätten es auch schaffen können. Aber die Eishockey-Götter sind in diesem Spiel auf unserer Seite. Es hätte nicht sein müssen, aber die Gelegenheit war da, dass Erik Berg, der Mann von den Berliner Eisbären, hier das 5:3 schießt. Ich freue mich jetzt schon richtig aufs dritte Finalspiel gegen die Linzer. Weil wenn das genauso spannend wird wie das, dann wird's gewaltig. Und somit steht es 5:3 nach der regulären Spielzeit, meine Damen und Herren. Ein gewaltiges Spiel. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Ich werde jetzt den Danny aus den Birken im Tor lassen. Dann kann der Maxi sie erholen. Ich glaube, das war mein Joker, dass ich einen Goalie gewechselt habe. Wir haben zwei Stars, wir haben zwei Tore, wir haben zwei Assists. Ist doch nicht einmal schlecht, oder? Darf ich jetzt einmal sagen. Die Linzer haben wenigstens einen Star mit zwei Tore und einem Assist. Passt der gut. So da. Ich finde es gut. Die Serie 2:0. Linz könnte es noch schaffen, sich aus Meister zu epletisieren oder zu mausern. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel. Das ist gut. Dann schauen wir mal. Ja, 7:3, 5:3. Es geht so hoffentlich weiter mit unserem Sieg. Die Linzer Black Wings haben eine gute KI. Es ist auch in der Realität eine gute Mannschaft. Ich liebe es, wenn man solche Spiele sieht. In der Realität und hier an der Playstation. Das war jetzt echt ein gewaltiges Spiel. Also muss ich schon sagen. Aber, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß drauf gehabt. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Würde mich über das eine oder andere Kommentar natürlich auch noch freuen. Wer Lust und Laune hat, kann gerne die Glocken aktivieren. Und also den Abonnierknopf drücken und die Glocken aktivieren. Die frühe Stunde ist das, was ein bisschen mit durcheinander bringt. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Realität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.